So, hallo, jetzt sind wir in unserem Garten. Die Saison hat jetzt wieder angefangen, ab Mitte März. Wir haben schon ein bisschen was ausgesät, Beete leicht vorbereitet, schön herbstlich vorgezogen. Ich zeige euch mal den Garten grob, was wir schon gemacht haben. Jetzt haben wir erstmal Kompost geholt, für alle Fälle, dass genug da ist. Wintergemüse vom Vorjahr. Morgen zum Essen. Hier ist unsere Hütte, unser Gewächshaus. Ähnliches Gebäude. Hier verschiedene Sachen vorgezogen. Bori. Kohlrabi. Batavia-Salat. So, irgendein Lauch. Kopfsalat. Ja, sieht alles ein wenig schwach aus, aber gut schon. Kohlrabi nochmal. Was sind wir hier? Sellerie. Hier haben wir auch Knollensellerie. Hier haben wir Eissalat. Ja, es braucht alles noch ein paar Tage. Ja, unser erstes Hochbeet, da ist noch nichts drin. Eine übrig gebliebene Sellerie oder irgendwas. Da mal reingesetzt. Ja, das meiste, was ich reingesetzt habe, ist wieder abgestorben. Hier zum Beispiel ist nichts mehr übrig. Noch mehr Kompost. Das ist alles aus dem Vorjahr. Das ist eine spezielle rote Rübe. Das ist aus dem Erhalterring. Die züchten wir und wollen Saatgut ernten. Demnächst. Der Ballenpool ist noch da. Spinat ist wunderbar momentan. Mal schauen, was wir ernten. Und der Feldsalat ist auch soweit. Sehr gut. Ja, eigentlich ist ein Lade ansetzen. So. Das ist die erste Hälfte des Gartens. Das ist komplett mit Hackschnitzel eingelegt. Ein paar neue Erdbeeren habe ich reingesetzt. 60 Pflanzen. Überall, wo Platz ist. Die halten die Feuchtigkeit im Boden und die Regenwürmer fühlen sich da auch sehr wohl, kann man sagen. Hier haben wir einen Heidelbeerbusch reingepflanzt. Hier haben wir einen Aronia-Busch. Es gibt schwarze Beeren, mögen die Kinder. Hier Himbeeren wahrscheinlich. So, dann haben wir verschiedene Beete. Karotten, dicke Bohnen. Die Sachen sind schon seit zwei Wochen drin und jetzt können sie mal was aufgehen. Radieschen. Ah, das sehe ich schon die ersten, glaube ich, Radieschen. Ja, tut sich was. Hier tut sich noch nichts. Knoblauch. Aber hier rührt sich was. Das ganze Eck hier ist mit Spinat eingelegt. Verschiedene Sorten. Schauen wir, ob das noch was wird. Letzte Saison Wintergemüse. Pfirsichbaum blüht auch schon.
Am Apfelbaum habe ich Kaffeesatz rumgemacht, wie überall. Das wehrt die Ameisen ab. Da gehen die Ameisen nicht mehr im Baum hoch. Hier ist die Zuckererbse drin. Ich weiß nicht, ob der wächst nur Unkraut bis jetzt. Das hat unsere große Tochter angelegt. Dicke Bohnen von Johanna. Erste Klasse. Kartoffeln liegen auch schon bereit zum Keimen. Keimen auch schon leicht. Linda macht ein Kuhfleisch. So, wir legen jetzt mal ein Beet an. Das sind unsere drei Werkzeuge. Mehr brauchen wir in unserem Garten gar nicht, weil wir ja nicht umgraben. Nein, wir tun bloß den Boden lockern. Damit machen wir die Hackschnitzel weg und wieder drauf. Das wichtigste Werkzeug, der Rechen. Dann haben wir hier einen Sauzahn. Damit geht's mit dem Boden drin und lockern die Oberfläche auf. Und hier habe ich dann noch einen Hebel, eine Kupfergabel. Damit bringen wir das Spurenelement Kupfer auch noch in den Boden rein. Mit den drei Werkzeugen und vielleicht noch die Handschaufel haben wir das meiste da. Und ein Messer zum Anhängen. Genau. Dann machen wir hier weiter. Ich muss kurz durchziehen mit dem Sauzahn. Und lockern es so im Boden auf. Hier kleiner Fluch. So. Hier ist alles voll Regenwürmer. So. Jetzt müssen wir leicht drüber hacken. Und dann ist es soweit vorbereitet. Festmachen. Ein Jagdschnitzel tun wir dann wieder drauf, wenn es schon ein bisschen größer ist, die Pflanze. Ja, alles voll Regenwürmer, mir gefällt es hier. Eins. Oh, aus dem Fiesler. Da ist noch ein dicker, guck. Oh. Du hast. Okay, ja, stimmt. Ja. So, jetzt streuen wir jetzt unsere Terra-Preta-Erde drüber, von Lindkind in dem Fall. Das kann man im Internet bestellen, dass alles schön abgedeckt ist. Das ist mit Pflanzenkohle versetzt, speichert die Feuchtigkeit, immer weniger gießen, mit Nährstoffen versetzt. Super Geschichte. Ein bisschen abdecken. Und wir gießen auch nicht. Das macht alles die Natur von selber, wenn es das nächste Mal regnet. Wenn das Saatgut soweit ist, dann geht es auch auf. Da brauche ich gar nichts angießen. Zum Wassersparen. Die Zeiten sind hart. So. Ja, das ist eine Stücke. Ich tue mir jetzt nicht mehr weg von dieser Seite. Halt, ups. Was magst du, Foto? Also man sieht das überlegt, da ist ganz schön was los hier. In den Hackschnitzeln. Da wimmelt es nur so von Regenwürmern.
hier überall. Ja, die machen halt alle die gute Erde. So, schauen wir im Hochbeet auch, wo wir drin sind. Alles krabbelt hier.